Erzieherinnen, willkommen zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Wir schauen uns an, was heute los ist, was für den Widder drin ist. Schön, dass du da bist. Wie immer die Karte, Frage oder Ratschlag für heute. Wir beginnen mit dem Krafttier und das ist der Schmetterling. Verwandlung ist etwas Schönes. Okay, welche Nummer 51? Schauen wir uns an, was dir der Schmetterling sagen möchte. Leichtigkeit und das schöne Gefühl am Leben und kreativ in der Welt zu sein, sind das Grundthema, wenn der Geist des Schmetterlings zu dir flattert. Verwandlung ist unvermeidlich, wenn du in die Kraft deines schönsten Selbst hineinwächst. Tatsächlich wirst du einige unbequeme Stadien durchlaufen müssen, während du Formen abstreifst, die nicht mehr zu deinem neuen Leben passen. Auch deine Beziehungen müssen sich verwandeln, um deinem sich neu formenden Selbst zu entsprechen. Wenn du dich aber auf die schönen Seiten anstatt auf das Problematische konzentrierst, dich selbst nicht zu ernst nimmst und dich für einen spielerischen, liebevollen und freudvollen Umgang mit dem Wandel entscheidest, wirst du bald wissen, welche Wunder deine Seele durch dich erfahren möchte. Heute ist ein Tag der Freude, also lass dich nieder, schau dich um und sieh all die Schönheit, die überall und in jedem zu finden ist, auch in dir selbst. Herrlich. Sehr schön. Schauen wir uns an, was die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen für dich hat, im Hier und Jetzt. Ja, den Augenblick genießen, im Hier und Jetzt sein, sich nicht um Dinge der Zukunft oder der Vergangenheit kümmern, sondern authentisch gegenwärtig sein. Die Grundbedeutung, ganz im Augenblick präsent sein, im Heute leben. Alles geschieht im Jetzt, in der Gegenwart. Allein dieser Augenblick zählt. Du hast alles, was du brauchst, um mit dem Heute zurechtzukommen, wenn du dich von dem Bedürfnis löst, nach der Zukunft zu fragen oder über die Vergangenheit nachzudenken. Sei präsent und achte auf das, was eben jetzt geschieht. Der gegenwärtige Augenblick birgt das Potenzial, mit dem du Wunder in deinem Leben bewirken kannst. Also je authentischer du bist, desto mehr kannst du heute für dich erkennen und umsetzen. Das ist schön. Was sagt die Weisheitskarte der Seele? Metamorphose, das ist auch Veränderung. Ja. Schau mal, was die Karte für dich hat. Moment, 25. Du befindest dich inmitten eines tiefgreifenden und wunderbaren Wandlungsprozesses. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel durch große Anstrengung. Wandlungsprozesse sind oft schmerzlich, da sie niemals ohne Verluste und Opfer vonstatten gehen. Wenn du von einer Form in eine andere übergehst, muss ein Teil von dir sterben. Loszulassen ist nicht leicht, besonders dann, wenn du dich an eine bestimmte Art und Weise, dein Leben zu betrachten und zu führen, gewöhnt hast. So wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift oder die Raupe sterben muss, damit ein Schmetterling geboren werden kann, so musst du deine alten Vorstellungen aufgeben und den Wandel als etwas Notwendiges willkommen heißen, damit du dein bestmöglichstes Leben leben kannst. Vielleicht bist du aufgefordert, ein geringes Selbstwertgefühl loszulassen, einen Traum, der nicht mehr in dein Leben passt, eine Beziehung, die dich auslaugt oder eine ungesunde Angewohnheit. Auch wenn es dir Angst macht, musst du akzeptieren, dass du dich inmitten einer Transformation befindest. Das wird nicht ohne Verluste abgehen, aber dir wird gefallen, was du am Ende erhältst. Ja, das bedeutet natürlich, dass diese Veränderung immer auch mit Verlust oder Loslassen verbunden ist. Aber es muss ja nicht was Schlechtes sein, was man loslässt. Also, dass man sagt zum Beispiel, ich löse mich von irgendeiner schlechten Angewohnheit oder von einer schlechten Einstellung. Ich verändere mich im Prozess selber, während der Metamorphose oder der Verwandlung. Da fühlt man sich so ein bisschen unzugehörig zu irgendwas. Aber es wird sich lohnen. Schauen wir uns an, was die Erzengel haben. Geliebtes Wesen, Erzengel Samuel sagt, ich helfe dir bei der spirituellen Beziehung mit deinem Seelengefährten. Diese Karte hatten wir auch schon öfter und es bedingt natürlich, dass man Seelengefährten nicht nur als diejenigen sieht, die einem Gutes tun und die einem nach dem Mund reden, sondern auch die, die uns herausfordern. Also Seelengefährten sind auch manchmal schwierige Zeitgenossen, nicht vergessen. So, wir schauen, was die Lenormand-Karte hat. Das männliche Prinzip, Aktivität, sei aktiv im Hier und Jetzt. Tue das, was du für richtig hältst und gestehe ruhig auch Dinge ein, die du nicht mehr so machen möchtest wie bisher oder so. Offenheit und Gesprächsbereitschaft ist wichtig. Schauen wir uns jetzt an, was die Antwort auf deine Frage oder der Ratschlag von den Engeln bedeutet. Wir haben, die Situation wird sich verbessern. Also,
Das ist ja auch so auf diese Transformation bedingt, dass sich das verbessern wird. Und das haben wir ja auch mehrfach gehört. Also keine Panik. Wenn es momentan ein bisschen unbequem ist, es wird sich verbessern. Deine Engel möchten dir sagen, dass sie wissen, wie schwierig dir die Dinge im Moment erscheinen. Die Situation wird sich jedoch verbessern. Es mag eine Weile dauern und wahrscheinlich wirst du hart dafür arbeiten müssen. Doch deine Bemühungen werden belohnt und alles wird besser. Jetzt ist nicht der Moment, verletzte Freundschaften oder dahinsiechende Beziehungen aufzugeben. Es besteht noch Hoffnung für die Zukunft. Fasse Mut und arbeite weiter auf eine Partnerschaft hin, in der beide Beteiligte erfüllt und glücklich sind. Also daran arbeiten, dass die Dinge im Hier und Jetzt, ich sag mal, angenehm sind, so wie es eben geht. Lass dich nicht beirren, bleib dir selbst treu, versuche Harmonie herbeizuführen, wenn möglich, und nichts übers Knie zu brechen. Das ist für heute deine Legung. Ich hoffe, das war hilfreich. Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn es dir gefallen hat, wie immer, lass ein Däumchen hoch da. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn du magst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag mal bis morgen. Herzliches Willkommen zum Adventskalender mit Ella für den Stier am 13. Dezember 2020. Wir wollen auch heute schauen, was für dich heute drin ist und beginnen wie immer mit dem Krafttier. Deine Frage hast du dir hoffentlich überlegt oder den Ratschlag, den du brauchst, das wird zum Schluss dann aufgedeckt. Dein Krafttier heute ist die Giraffe. Behalte den Überblick. Behalte den Überblick, die Nummer 21. So, dein Krafttier möchte dir sagen: Giraffen recken sich in die Höhe, um die Wipfel der Bäume zu erreichen und überschauen von weit oben das Gelände. Wenn der Giraffengeist in Erscheinung tritt, ist dies ein Zeichen dafür, dass du die Dinge von einer höheren Warte aus betrachten sollst. In all deinen Lebensbereichen ist es Zeit, den Hals zu recken und deine Perspektive zu erweitern. Öffne deine Augen für das, was andere brauchen oder erfahren, und sieh das Ganze, von dem du ein Teil bist. Wie groß deine Weisheit, dein Wissen und deine Erfahrung auch sein mögen, du solltest dennoch nicht die Einzelheiten und die Zusammenhänge aus dem Auge verlieren, die dir helfen, dich selbst und deine Lebensumstände besser zu verstehen. Also dehne deinen Blickwinkel aus. Sieh über das Naheliegende hinaus und wisse, dass nicht alles so eindeutig ist, wie du vielleicht möchtest. Der Allgeist eröffnet dir eine neue Perspektive, mit der vielleicht alles in einem anderen Licht erscheint. Also den Überblick bewahren oder sich einen Überblick verschaffen heute über die Zusammenhänge. Was sagt die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen? Atmen. Die Nummer 29. Atmen. Grundbedeutung: Geduld, Abwarten, Langsamkeit, Wohlbefinden, Meditation, Vertrauen. Die Botschaft lautet: In allen Dingen Geduld zu haben, ist jetzt das Gebot der Stunde. Was musst du tun, wenn du es sehr eilig hast? Langsam machen. Meditiere und habe Vertrauen. Atme. Ohne Atem zu holen kann der Mensch nicht existieren. Es geht jetzt darum, deinen Körper, dein Sein, dein ganzes Wesen vom lebensspendenden Luftelement erfüllen zu lassen. Halte inne und wende dich dem Duft der Rosen zu. Atme in hellem Glanz der Sonne und lass das Dunkel in dir los. Dann werden Wunder geschehen. Meditation und Atmen gehört ja zusammen. Es bedeutet einfach, sich auf seinen Atem zu konzentrieren und mit dem Ausatmen praktisch das Negative von sich loszulassen. Ja. Und das kann sehr hilfreich sein. Schauen wir uns an, was die Weisheitskarten der Seele sagt. Metamorphose auch bei dir, das hatten wir beim Wetter auch, die Nummer 25. Metamorphose, du befindest dich inmitten eines tiefgreifenden und wunderbaren Wandlungsprozesses. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel durch große Anstrengung. Wandlungsprozesse sind oft schmerzlich, da sie niemals ohne Verluste und Opfer vonstatten gehen. Wenn du von einer Form in eine andere übergehst, muss ein Teil von dir sterben. Loszulassen ist nicht leicht, besonders dann, wenn du dich an eine bestimmte Art und Weise, dein Leben zu betrachten und zu führen, gewöhnt hast. So wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift oder die Raupe sterben muss, damit ein Schmetterling geboren werden kann, so musst du deine alten Vorstellungen aufgeben und den Wandel als etwas Notwendiges willkommen heißen, damit du dein bestmöglichstes Leben leben kannst. Vielleicht bist du aufgefordert, ein geringes Selbstwertgefühl loszulassen, einen Traum, der nicht mehr in dein Leben passt, eine Beziehung, die dich auslaugt, oder eine ungesunde Angewohnheit.
Auch wenn es dir Angst macht, musst du akzeptieren, dass du dich inmitten einer Transformation befindest. Das wird nicht ohne Verluste abgehen, aber dir wird gefallen, was du am Ende erhältst. Ja, das ist ja ein Versprechen darauf, dass das, was sich verändert, die Veränderung an sich, dass das etwas Positives für dich bewirkt. Atmen, das heißt ruhig sein, loslassen und bewusst vielleicht auch diese Dinge loslassen und dabei einen Überblick zu gewinnen, den du vielleicht zuvor nicht hattest. Was sagen die Erzengel? Glänzende Idee, Erzengel Uriel. Ja, deine Idee ist dir von den himmlischen Mächten eingegeben. Bitte unternimm die erforderlichen Schritte, um deine Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Aber langsam. Ne? Das bedeutet ja, gut überlegen, die Idee weiterverfolgen, aber dir keinen Stress machen in dem Sinne. Und was haben wir hier? Oh, wir haben die Sense. Das bedeutet Konfliktpotenzial. Es bedeutet vielleicht auch Menschen in deiner Umgebung, die den Streit beginnen. Ja, du bist in einer Veränderung und kannst das vielleicht gar nicht nachvollziehen, deswegen ist der Überblick wichtig. Kommen wir jetzt heute zu deiner Karte, wenn du einen Ratschlag brauchst oder wenn du eine Frage hast. Schauen wir uns an, was die Engel dir mitteilen. In den kommenden Monaten. Also irgendwas in den kommenden Monaten vielleicht, was deine Idee betrifft. Oder es geht halt darum, diesen Streit beizulegen. In den kommenden Wochen, nee, das sind die Wochen. In den kommenden Monaten war das ja. In den kommenden Monaten. In den kommenden Monaten wird das, worum du bittest, eintreten. Göttliches Timing bedeutet, dass in dieser Angelegenheit auch die freiwilligen Entscheidungen anderer Menschen eine Rolle spielen. Daher vertraue weiterhin dem erwünschten Resultat, während die einzelnen Teile des Puzzles allmählich ein Ganzes ergeben und die Situation sich aufs Schönste entwickelt. Also brauchst du ein paar Monate Geduld, bis die Dinge so sind, dass du deine Idee verfolgen, den Streit beilegen und den Überblick wirklich nutzen kannst. Ja? Du veränderst dich ja auch und andere Menschen verändern sich auch in dieser Zeit. Und da wirst du sicherlich in den kommenden Monaten positive Entwicklung sehen. Und das solltest du auch. Ja, mein lieber Stier, ich bin gespannt, wie das für dich heute passt und hoffe, dass du dich da zurückmeldest in den Kommentaren. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Also, bis morgen. Herzliches Willkommen zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020 für die Zwillinge. Wir schauen uns an, was heute so machbar drin ist, was die Karten dir sagen wollen. Wir haben auch wieder die Karte für die Frage oder, wenn du möchtest, einen Ratschlag. Wir beginnen mit einem Krafttier für heute und es ist das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Alles klar. Die Nummer 27. Schauen wir uns an. 27. Eine sonnige Wiese erwartet dich und der Geist des Hasen erscheint, um dich aus deinem dunklen Kaninchenbau ans Licht zu locken und an einer schönen und fruchtbaren Erfahrung teilhaben zu lassen. Unter der Erde scheinst du vielleicht an einem sicheren Ort zu sein, aber die Magie beginnt, wenn du dich hervorwagst und das Risiko eingehst, dich verwundbar zu machen und etwas Neues mitzuerschaffen. Du bist eingeladen, in ein neues Leben einzutreten, mit dem du noch keine Erfahrung hast, aber hab keine Angst. Jetzt ist auch eine Zeit, um fruchtbar und produktiv zu sein, während du dich in der Zeugungskraft des Hasengeistes sonst. Was immer du jetzt zum Leben erwecken willst und auf fruchtbaren wird auf fruchtbaren Boden fallen. Als Mitschöpfer an der Seite des Eigeistes kannst du keine Fehler machen, also lass die Ideen ans Tageslicht kommen im Wissen darum, dass jetzt eine glückliche Zeit ungeahnter Möglichkeiten vor dir liegt. Also ist doch sehr vielversprechend, sieht doch sehr gut aus. Was sagt die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen? Beobachtungsposten, die Nummer 49. 49. Grundbedeutung, der Blick für das Ganze. Objektivität, neutrales Beobachten aus der Distanz. Die Botschaft lautet, die meisten Menschen sehen die Welt allein durch ihre persönlich gefärbte Optik. Sie identifizieren sich so weitgehend mit ihren Gefühlen und subjektiven Erlebnissen, dass sie diese schließlich für die einzige Wirklichkeit halten. Es gibt Zeiten, in denen wir auf Abstand gehen müssen, um die Dinge im Zusammenhang zu sehen und unsere Lebensumstände aus einem objektiveren Blickwinkel zu betrachten. Jetzt ist für dich eine solche Zeit. Es ist ein perfekter Moment, um ein wenig innere Astronomie zu betreiben. Und anstatt nur von dir selbst auszugehen, frage dich, was du über die Gegebenheiten, Menschen, Kultur und Umweltbedingungen, mit denen du jetzt zu tun hast, wissen musst, um sie besser zu verstehen. Du wirst froh darüber sein, dich dieser Mühe unterzogen zu haben. Klarheit ist das Wunder, nach dem du suchst und das dir gewiss begegnen wird.
Also so ein bisschen beobachten, was so los ist. Du kannst daraus sicherlich das ein oder andere für dich mitnehmen. Das soll ja eine fruchtbare Zeit sein, vielleicht wichtige Aspekte oder Impulse. Wir schauen mal. Weisheitskarte der Seele, das Feld der Träume, die Nummer 21. 21. Die Grundbedeutung: mit deinen Gedanken, Träumen und Überzeugungen aktivierst du jederzeit die ganze Fülle deines Potenzials. Dies ist der perfekte Augenblick, um dir das reiche Potenzial zu erschließen, das in deinem Leben bisher noch nicht verwirklicht ist. Großer Überfluss ist dir beschieden, sofern du bereit bist, Seite an Seite mit der sanften Gärtnerin die nötige Arbeit zu verrichten. Sei dir im Klaren über deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Dein Fokus liegt auf deinem bestmöglichen Leben, ungeachtet der äußeren Bedingungen, die ihm durch die Welt, ihrem eigenen Plan folgt, gegenwärtig noch vorgegeben sind. Du hast einen Korb voll kräftiger Samen, denn deine Begabungen sind vom Göttlichen inspiriert und bringen dir reiche Ernte ein, die du mit anderen teilen sollst. Was du siehst, das wirst du ernten. Hege kühne, wunderbare Träume, verwirkliche sie, bestelle den Garten deines Lebens und erfahre, wie das Außerordentliche geschieht. Also ich denke mal, dass du Dinge für dich zumindest schon mal im Vorfeld planen kannst. Du sollst dir einen Überblick verschaffen, was geht, was realistisch ist, und dann sollst du damit loslegen. Was sagen die Erzengel? Göttliche Ordnung, Erzengel Raguel. Alles ist so, wie es jetzt sein muss. Schau hinter den Schleier der Illusion und erkenne die eigentliche Ordnung. Also wie das zusammenhängt. Ne? Das ist dieser Beobachtungsposten, wie das auch zustande kommt. Was sagt die Lenormand-Karte? Fische. Fische ist finanzieller Erfolg, aber es bedeutet auch Gefühl. Und wir hatten in den Astrologielegungen immer auch den Hinweis, dass du mehr mit deinen Gefühlen hervorkommen sollst, also anderen deine Gefühle vielleicht offenbaren und zeigen sollst. Mit dem Kaninchen ist das ja auch befürwortet, dass du damit auch mehr erreichen kannst. Schauen wir uns jetzt den Ratschlag oder die Antwort auf deine Frage an. Es ist Vertrauen. Ja, habe Vertrauen in das, was du kannst, was du willst, dass das auch funktionieren kann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu vertrauen. Manchmal kann eine Frage weder mit Ja noch mit Nein beantwortet werden. Es gibt Situationen, bei denen es besser für uns ist, nicht zu wissen, was kommt, damit das Wunder sich direkt vor unseren Augen entfalten kann. Wie Kinder, die ein Geschenk aufmachen, finden wir einen Teil der Magie unseres Lebens in der Freude, die eine Überraschung für uns bereitet. Vertraue darauf, dass deine Engel etwas Wunderbares für dich auf Lager haben, selbst wenn sie dir noch nicht genau sagen können, was es ist. Also freu dich auf eine Überraschung, entweder heute oder in den nächsten Tagen. Vertrauen ist wichtig, Gefühl ist wichtig und natürlich dieses Potenzial, das du verwirklichen sollst. Und da brauchst du halt mit der göttlichen Ordnung eine Regelung, eine Einteilung, wann du was wie machst, und deine Träume können sich verwirklichen. Das klingt doch erstmal traumhaft schön. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Lass es gerne in die Kommentare. Lass uns da schauen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Däumchen hoch da. Und dann sehen wir uns vielleicht, wenn du magst, morgen wieder. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis morgen. Herzliches Willkommen, lieber Krebs, zum Adventskalender mit Ella für den 13. Dezember 2020. Wie du siehst, wir haben zwei Karten von den Erzengeln, die wollten beide raus. Wir haben auch die anderen Karten und Frage oder Ratschlag ist auch dabei. Wir schauen mal, was wir haben für dich. Wir haben als Krafttier für dich heute die Heuschrecke. Tu einen Sprung des Glaubens, die Nummer 23. Die Nummer 23, 22... 23. Du stehst jetzt davor, einen Sprung auf die nächsthöhere Ebene deines Lebens zu machen und dich auf etwas zuzubewegen, das besser ist als alles, was du dir jemals erträumt hast. Wenn sich der Geist der Heuschrecke zeigt, ist es eine günstige Zeit, um einen Sprung ins Ungewisse zu wagen, denn er ist ein dem Neuen aufgeschlossener Geist, der fragt, warum nicht? Und an die Kraft des Mitschöpfertums glaubt. Es ist ein Appell an dich, darauf zu vertrauen, dass jetzt die richtige Zeit ist, um dich auf diese Idee, Beziehung oder Situation einzulassen. Geh ein Risiko ein, denn die Fülle in all ihren Formen wird sich dir zeigen. Wunderbare Dinge erwarten dich, wenn der Heuschreckengeist in Erscheinung tritt. Es ist dir nicht bestimmt, rückwärts zu gehen, also hör auf deine Intuition, statt auf dein furchtsames Ego, das sich jedem Wandel widersetzt und ängstlich an das klammert, was war. Das Glück ist auf deiner Seite. Hüpfe mit Zuversicht in das Kommende, denn der Allgeist hält vieles für dich bereit, wenn du nur diesen Sprung tust. Also, lieber Krebs, es bedeutet, mutig zu sein.
Schauen wir mal, was die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen sagen. Sprung ins Ungewisse. Wow, das ist ja heftig. Nummer 36. Also nochmal das Ganze. Grundbedeutung: Mut, über den eigenen Schatten springen, die Angst überwinden und Risiken eingehen. Die Botschaft lautet: Um voranzukommen, musst du dich jetzt dem Unbekannten stellen. Es ist vollkommen in Ordnung, dabei Angst zu haben. Es gilt jetzt, ein Risiko einzugehen, das du nicht abzuschätzen weißt, und auch die freudige Erregung zu verspüren, die ein bevorstehender Sprung ins Ungewisse mit sich bringt. Das Göttliche ist um dich, hab also keine Angst. Du bist aufgerufen, dein wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen. Höre auf die Stimme deines Herzens, auf deine Seele, nicht auf deinen Kopf. Tritt an den Rand dieses Abgrunds und entdecke, dass du fliegen kannst. Du musst dich ins Unbekannte vorwagen, um deinen eigenen Wundern zu begegnen. Also nochmal, verstärkt, habe Mut, geh den Schritt ins Ungewisse. Also springe ins Ungewisse, je nachdem. Was sagt die Weisheitskarte der Seele? Die innere Zielsetzung. Okay, ich habe gedacht, da kommt jetzt nochmal irgendwas mit Sprung ins Ungewisse, aber das ist hier nicht. Schauen wir mal. Die innere Zielsetzung. Ein klares und festes Ziel hat die Kraft, deine Welt zu verändern. Jetzt ist die Zeit, deine Ziele zu erreichen. Von Inspiration getragene Ziele sind wie in den Himmel abgeschossene magische Pfeile. Das Universum sendet dir ein Geschenk, mit dem es dir zeigt, dass du ins Schwarze getroffen hast. Erkenne dabei jedoch, dass du nicht die ganze Arbeit allein tun musst. Andere helfen dir, die Wirklichkeit mitzuerschaffen. Verbinde dich mit der Kraft deiner Zielsetzung, sende sie in das energetische Feld hinaus und überlasse es dann der Synchronizität, ihre magische Wirkung zu entfalten. Vielleicht lässt du dich von den guten Vorsätzen anderer dazu inspirieren, deine eigenen guten Absichten in die Welt zu senden. Mache dir das Leben, das du führen möchtest, zu eigen. Lebe bewusst in Klarheit und Ungebundenheit. Also befreien von irgendwelchen Zwängen oder Dingen, ja, die dich vielleicht von deinen Zielen abhalten. Schauen wir uns jetzt an, was die Erzengel sagen. Wohlstand. Erzengel Ariel, deine materiellen Bedürfnisse werden erfüllt, wenn du deiner Intuition folgst und deine Träume Wirklichkeit werden lässt. Und das andere, Indigo und Kristallkinder. Erzengel Metatron, du hast einen guten Draht zu Kindern. Vor allem kannst du Kindern helfen, die besonders empfindsam sind. So, und bei den Kindern haben wir auch immer das eigene innere Kind im Auge, ja, was in uns weiterlebt natürlich, ja. Und das uns auch, ja, diese Ängste zum Beispiel haben lässt, weil wir diese Erfahrung vielleicht in der Kindheit gemacht haben. Und wenn du das Risiko eingehst, was riskierst, den Sprung ins Ungewisse wagst, kann das zu Wohlstand führen oder auch zur Familie, ne, dass man Familie plant und umsetzt. Oder es hat etwas mit Kindern zu tun, das können die eigenen Kinder sein oder Kinder in der Familie. Schauen wir uns mal an, was die Lenormand-Karte sagt. Das ist das Geschenk. Du bekommst etwas geschenkt in irgendeiner Form, ja? Und dieses Geschenk sollst du bitte annehmen. Ja? Das ist hier nochmal zwei Karten von den Erzengeln. Der Sprung ins Ungewisse, ein Sprung des Glaubens. Glaube daran, das ist das Wichtigste. Dann der Ratschlag oder die Antwort auf deine Frage, Kompromiss. Kompromiss. Schauen wir mal. Kompromiss. Um diese Situation zu einem glücklichen Ende zu bringen, wirst du einen Kompromiss eingehen müssen. Gib dir selbst genug Zeit, um dir darüber klar zu werden, was dir wirklich wichtig ist. Achte darüber hinaus auf Aspekte, bei denen du eventuell bereit bist, deine Position zu überdenken. Arbeite auf eine Vereinbarung hin, die für alle Beteiligten segensreich ist. Sei offen für Kooperation, die dir erlauben würde, das zu bekommen, was du brauchst, und dabei anderen zu helfen, ihre Wünsche zu manifestieren. Sei objektiv, wenn es darum geht, eine Balance zu finden zwischen dem Respekt für die Sichtweise eines anderen und gleichzeitig deiner eigenen treu zu bleiben. Also, ich denke, das ist unabhängig voneinander, das ist vielleicht was Zwischenmenschliches, das andere ist gegebenenfalls etwas, wo du ein Risiko eingehen sollst, um dir zu Wohlstand zu verhelfen. Es kann auch um Kinder gehen in irgendeiner Form oder eben die Familienplanung, der Sprung ins Ungewisse. Ja? Je nachdem, das wird bei jedem ein Stück weit anders aussehen. Mein lieber Krebs, ich hoffe, das war hilfreich. Du kannst was damit anfangen. Ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen Tag. Das sieht sehr vielversprechend aus. Und bin gespannt, was du vielleicht berichtest in den Kommentaren. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Dann sage ich mal, bis morgen. Tschüss.
herzliches Willkommen, lieber Löwe, zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Auch heute wollen wir schauen, Frage oder Ratschlag, und wir beginnen heute auch wieder mit deinem Krafttier. Was haben wir heute für den Löwen? Die Krähe. Sei Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes. Die Nummer 33. Die Nummer 33. So, dein Krafttier. Kannst du, wenn du um dich blickst, die Magie spüren, die in der Welt pulsiert? Hast du schon bemerkt, wie jeder Gedanke konkrete Form annehmen kann? Wie jede Absicht ein Appell an das Universum sein kann, in Aktion zu treten, während die heiligen Gesetze darüber bestimmen, welche Art von Erfahrungen du machst? Das Universum verfährt nach einer perfekten Ordnung. Wenn du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen mit dem Allgeist in Einklang bringst, wirst du spüren, wie beglückend und wunderbar es ist, in Harmonie mit etwas zu sein, das größer ist als du selbst. Der Geist der Krähe sagt dir, dass du jetzt auf dem richtigen Weg bist, um deine Träume auf magische Weise in der Welt des Sichtbaren verwirklicht zu sehen. Die Gesetze der Fülle, des Ausgleichs, der Schwingung und der Wertschätzung wirken in deinem Sinne zusammen. Versäume nicht, dankbar zu sein für das, was dir gegeben ist, auch wenn es noch dabei ist, Form anzunehmen und noch in der unsichtbaren Welt des Mitschöpfertums verweilt. Ganz gleich, um welchen Aspekt deines Lebens es dir jetzt geht, was du dir erhoffst, ist auf dem Weg zu dir, denn der Allgeist steht dir als dein Partner und Mitschöpfer zur Seite. Okay, sehr schön. Du kannst deine Träume verwirklichen, wenn du ein Stück weit Vertrauen hast. Die Weisheitskarten für Lebensentscheidung sagt die Schatzinsel. Die Nummer 9 klingt ja auch schon sehr vielversprechend. Die Grundbedeutung der Schatzinsel: durch das Gesetz der Anziehung werden Träume wahr. Positives Denken zeitigt Ergebnisse. Unbemüht sich einstellende Fülle, finanzieller Gewinn und geteiltes Glück. Die Botschaft lautet: Du bist deinem unerschütterlichen Glauben an den Überfluss gefolgt, hast hart gearbeitet und unvermittelt das Große losgezogen. Du hast die Karte zu einem verborgenen Schatz entdeckt und damit den Zugang zu dem unbegrenzten Potenzial in dir selbst. Woran du nun noch zu feilen hast, ist deine Findergabe. Denn während die eine oder andere große Chance ins Auge springen mag, sind andere günstige Gelegenheiten nicht so offensichtlich. Vertraue auf deine Intuition in dieser Phase des Erfolgs, in der sich überall die innere Arbeit auch äußerlich bezahlt macht. In allen Lebensbereichen winkt dir jetzt das Glück. Vergiss nicht, deinen Erfolg zu genießen und mit anderen zu teilen, denn ein Schatz, den du auch für andere hebst, wird sich auf magische Weise vermehren. Also lass die daran teilhaben, die dir den Rücken gestärkt haben, die daran mitgewirkt haben und so weiter. Was sagt denn die Weisheitskarte der Seele? Der goldene Palast, die Nummer 23, der goldene Palast. Grundbedeutung: es ist immer genug vorhanden. Diese Karte steht für ein günstiges Geschick, für in Erfüllung gehende Wünsche, für Wohlstand und Reichtum. Sie kann auch emotionale Erfüllung bedeuten, wie das Anbrechen einer Periode des Glücks, nachdem diese lange Zeit ausgeblieben ist. Die Botschaft dabei ist jedoch, dass sich dein Selbstwert nicht nach dem bemisst, was du hast, in welchem Überfluss du auch leben magst, sondern er ergibt sich aus dem, was du bist, wie authentisch du dein Leben lebst und wie viel du an Liebe zu geben bereit bist. Wenn du diese Karte erhältst, kann das sehr wohl auf materiellen Gewinn und konkrete Erfolge hindeuten. Die Dinge kommen und gehen. Damit du deinen wahren Wert erkennst, steuert jetzt ein weit größerer Reichtum auf dich zu, den du mit anderen teilen sollst. Okay, es geht, das hat was zu tun damit, wie sehr man auch bereit ist, von sich zu geben. Also jetzt nicht materiell, sondern gefühlsmäßig entgegenkommen. Was sagen die Erzengel? Trost, Erzengel Azrael, ich bin bei dir in deiner Zeit der Not und helfe dir, dein Herz zu heilen. Also wenn du derzeit in Not bist oder dich gefühlsmäßig schlecht fühlst, bekommst du auf jeden Fall Trost. Und ich denke, das ist auch diese Fülle, die sich dir zeigt, dass du Dinge verändern kannst für dich positiv, auch im Gefühlsbereich. Und wir haben die Lupe, schau genauer hin. Das bedeutet genau wie hier, dass man gewisse Dinge nicht auf Anhieb sieht. Und das bedeutet für mich mit dem Trost, dass du viele Dinge vielleicht übersiehst, die positiv sind in deinem Leben, oder auch liebevolle Energie, die dich umgibt, die du vielleicht aufgrund von Enttäuschung oder irgendwas momentan übersiehst. Also schau genauer hin, das ist wichtig. Was ist deine Frage, beziehungsweise wie sieht die Antwort auf deine Frage aus und welchen Ratschlag geben dir die Karten in den kommenden Monaten? Okay,
In den kommenden Monaten wird das, worum du bittest, eintreten. Göttliches Timing bedeutet, dass in dieser Angelegenheit auch die freiwilligen Entscheidungen anderer Menschen eine Rolle spielen. Daher vertraue weiterhin dem erwünschten Resultat, während die einzelnen Teile des Puzzles allmählich ein Ganzes ergeben und die Situation sich aufs Schönste entwickelt. Also da braucht man noch ein bisschen Zeit. Ja, du bist aber Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes oder von Gott oder der Energie, die uns umgibt. Und wichtig ist, dass du genau hinschaust, was dich schon umgibt, was du schon alles zur Verfügung hast. Ja, die kleineren Schätze sind es auch wert, gehoben zu werden. Ja, und das sieht doch schön aus. Auch persönliche positive Entwicklung, also freu dich drauf. Und das dauert halt ein bisschen, aber ich denke, das wird sich weisen. Mein lieber Löwe, wenn dir das gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und gerne Kommentare in den Kommentaren, wenn du magst, wie sich das für dich in der Realität zeigt. Und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ich freue mich schon drauf und sag mal tschüss, bis morgen. Ein herzliches Willkommen zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember und heute für die Jungfrau. Wir schauen, was heute möglich und machbar ist. Wir haben dein Krafttier. Wir haben auch, falls du eine Frage hast oder einen Ratschlag brauchst, wie immer. Und wir schauen mal, was als erstes dein Krafttier sagt. Wir haben den Braunbär. Nimm dir eine Auszeit. Also relax. Die Nummer 6. Die Nummer 6. 6. Dein Krafttier. Es gibt eine Zeit zum Handeln und eine Zeit, um dich ganz auf ein geduldiges und strategisches Vorgehen zu konzentrieren. Wenn der Braunbär zu dir kommt, lässt er dich wissen, dass dir im Augenblick am besten gedient ist, wenn du davon absiehst, hart auf deine Ziele hinzuarbeiten. Nimm dir stattdessen eine Auszeit, um zu meditieren oder einfach ein Nickerchen zu machen, damit du mit neuer Frische an die Planung dessen gehen kannst, was du als nächstes miterschaffen möchtest. Sondiere das Terrain, gehe in dich und male dir aus, was du in diesem Ozean der Möglichkeiten, der vor dir liegt, unternehmen möchtest. Bedenke aber, bevor du in die Planung gehst, dass du schlafen musst, um zu träumen und dich auszuruhen, um mit klarem Kopf eine Strategie zu entwickeln. Wie könntest du zu dem Menschen werden, der du sein möchtest und das erfahren, wonach immer dein Herz verlangt? Die Einsichten kommen, wenn du deine Möglichkeiten auslotest und damit beginnst, deinen Plan zu entwerfen. Wenn du weißt, was du willst, ist das die beste Voraussetzung, um in der nächsten Zeit klug mit deiner Energie hauszuhalten. Jetzt aber gilt es, geduldig zu sein, entspanne dich und komme zur Ruhe, damit du neue Kraft schöpfen kannst. Die Zeit zum Handeln kommt später. Also heute sollte ein Tag sein zum Relaxen, zum Regenerieren, zum Batterieaufladen. Was sagt die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen? Höhere Macht. Die Nummer 4. Moment, wo sind wir denn hier? 7. Die Nummer 4. Höhere Macht. Im bewussten Kontakt mit einer höheren Macht sein. Die Gegenwart des Göttlichen, in allem die Kraft des Ursprünglichen wahrnehmen, eine Partnerschaft mit dem göttlichen Prinzip eingehen. Die Botschaft lautet, diese Karte erinnert dich daran, dass du mehr bist als jemand mit dem Wunsch weiterzukommen und für sich selbst andere Dinge voranzubringen. Du besitzt eine unsterbliche Seele und dir ist ein Menschenleben geschenkt, durch das hindurch sich eine höhere Macht bekunden kann. Es gilt jetzt, dir deiner Verbindung mit dem Göttlichen bewusst zu sein und sie durch Gebet und Meditation zu festigen. Worin besteht für alle das höchste Wohl? Wie kann ich ihm dienen? Frage so und stehe dir nicht selbst im Weg. Vertraue darauf, dass dein Leben einem Plan folgt, der wunderbarer ist, als du je wissen kannst. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Okay. Dann die Weisheitskarte der Seele, Metamorphose. Das hatten wir heute auch öfter. Eine Veränderung. Ja. Metamorphose. Grundbedeutung, du befindest dich inmitten eines tiefgreifenden und wunderbaren Wandlungsprozesses. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel durch große Anstrengung. Wandlungsprozesse sind oft schmerzlich, da sie niemals ohne Verluste und Opfer vonstatten gehen. Wenn du von einer Form in eine andere übergehst, muss ein Teil von dir sterben. Loszulassen ist nicht leicht, besonders dann, wenn du dich an eine bestimmte Art und Weise dein Leben zu betrachten und zu führen gewöhnt hast.
So wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift oder die Raupe sterben muss, damit ein Schmetterling geboren werden kann, so musst du deine alten Vorstellungen aufgeben und den Wandel als etwas Notwendiges willkommen heißen, damit du dein bestmöglichstes Leben leben kannst. Vielleicht bist du aufgefordert, ein geringes Selbstwertgefühl loszulassen, einen Traum, der nicht mehr in dein Leben passt, eine Beziehung, die dich auslaugt oder eine ungesunde Angewohnheit. Auch wenn es dir Angst macht, musst du akzeptieren, dass du dich inmitten einer Transformation befindest. Das wird nicht ohne Verluste abgehen, aber dir wird gefallen, was du am Ende erhältst. Also du bist in einer Veränderungssituation. Du sollst wissen, dass du eben Teil des großen Ganzen bist und es gilt, sich auszuruhen und das ja, beobachten und annehmen. Was sagen die Erzengel? Klar wissen, Erzengel Uriel, achte genau auf Gedanken und Ideen, die dir zufliegen, da es sich bei ihnen um die Antwort auf deine Gebete handelt. Also auch vielleicht in der Meditation zum Beispiel oder wenn du dich ausruhst, deine Träume. Ja? Was sagt die Lenormand-Karte? Der Fuchs, Achtsamkeit. Okay, das bedeutet, man muss ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass einem nicht jeder so gut gewogen ist, wie man das gerne hätte. Und in der Veränderungsphase, wo gewisse Dinge vielleicht sich verändern in dir und um dich herum, kann der eine oder andere deine schwache Minute ausnutzen. Da musst du ein Stück weit aufpassen. Es kann aber auch bedeuten, dass du selber dich nicht reinlegen sollst und einfach so weitermachen sollst wie bisher und dass du einfach so tust, als wäre nichts anders. Ja? Das kann es auch bedeuten. Schauen wir uns an, was deine Antwort ist oder dein Ratschlag. Hilfreiche Personen, das sind Menschen, die dir nahestehen, die dein Bestes im Auge haben, ja, und denen du dich anvertrauen sollst. Diese Karte weist darauf hin, dass es an der Zeit ist, deinen Freundeskreis zu erweitern. Oder vielleicht selbst stellst du fest, dass verstärktes professionelles Networking angesagt ist. Nimm dir die Zeit, die privaten oder beruflichen Beziehungen herzustellen, die nötig sind, um glücklich und erfolgreich zu sein. Diese Karte kann darüber hinaus anzeigen, dass deine Situation die Meinung anderer Menschen erfordert, die dir helfen können, die vor dir liegende Aufgabe zu erledigen. Das können zum Beispiel Personen sein, die in Bereichen tätig sind, die mit deiner Frage zu tun haben oder mit Menschen, die für dich oder mit dir arbeiten. Oder es könnten Personen in deinem persönlichen Umfeld sein, von deren Erfahrungen du profitieren kannst. Diese Karte lässt dich wissen, dass bald jemand in dein Leben treten wird, der dir helfen kann, deine Träume zu verwirklichen. Und da du dann, wenn du deine Träume verwirklichen möchtest, Zeit brauchst dafür und Energie, ist die Ruhephase vielleicht heute ganz gut. Ja? Also ich denke, dass du Klärung erfährst durch ja, Ausruhen, durch Gedanken, durch Träume, durch Inspirationen, die einfach zu dir kommen. Aber wie gesagt, mit dem Fuchs aufpassen, dass du dir selber nicht irgendwas vorgaukelst, ja, und das einfach übergehst zum Beispiel. Oder dass Menschen in deinem Umfeld, die dir nicht so gut gewogen sind, versuchen, dich in, ja, in ihrem Sinne zu beeinflussen. Also, liebe Jungfrau, ich bin gespannt, wie sich das für dich in der Realität zeigt. Schreib es gerne in die Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen hoch da. Und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag mal bis morgen. Tschüss. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage, zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Auch heute wieder mit der Fragestellung oder dem Ratschlag und wir beginnen mit deinem heutigen Krafttier. Und das ist das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit, die Nummer 27. Ja, schauen wir, was diese fruchtbare Zeit dir hoffentlich bringt. Wir schauen mal. Eine sonnige Wiese erwartet dich und der Geist des Hasen erscheint, um dich aus deinem dunklen Kaninchenbau ans Licht zu locken und an einer schönen und fruchtbaren Erfahrung teilhaben zu lassen. Unter der Erde scheinst du vielleicht an einem sicheren Ort zu sein, aber die Magie beginnt, wenn du dich hervorwagst und das Risiko eingehst, dich verwundbar zu machen und etwas Neues mitzuerschaffen. Du bist eingeladen, in ein neues Leben einzutreten, mit dem du noch keine Erfahrung hast, aber hab keine Angst. Jetzt ist auch eine Zeit, um fruchtbar und produktiv zu sein, während du dich in der Zeugungskraft des Hasengeistes sonst. Was immer du jetzt zum Leben erwecken willst, wird auf fruchtbaren Boden fallen. Als Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes kannst du keine Fehler machen, also lass die Ideen ans Tageslicht kommen im Wissen darum, dass jetzt eine glückliche Zeit ungeahnter Möglichkeiten vor dir liegt. Also, sehr schön. Was haben wir denn bei den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen? Beobachtungsposten. Auch das hatten wir heute oft öfter.
Schauen wir mal, was die Karte dir sagen möchte. Nummer 49. Beobachtungsposten. Der Blick für das Ganze. Objektivität, neutrales Beobachten aus der Distanz. Und die Botschaft? Die meisten Menschen sehen die Welt allein durch ihre persönlich gefärbte Optik. Sie identifizieren sich so weitgehend mit ihren Gefühlen und subjektiven Erlebnissen, dass sie diese schließlich für die einzige Wirklichkeit halten. Es gibt Zeiten, in denen wir auf Abstand gehen müssen, um die Dinge im Zusammenhang zu sehen und unsere Lebensumstände aus einem objektiveren Blickwinkel zu betrachten. Jetzt ist für dich eine solche Zeit. Es ist ein perfekter Moment, um ein wenig innere Astronomie zu betreiben. Anstatt nur von dir selbst auszugehen, frage dich, was du über die Gegebenheiten, Menschen, Kultur und Umweltbedingungen, mit denen du jetzt zu tun hast, wissen musst, um sie besser zu verstehen. Du wirst froh darüber sein, dich dieser Mühe unterzogen zu haben. Klarheit ist das Wunder, nach dem du suchst und das dir gewiss begegnen wird. Also vielleicht ist das eine fruchtbare Zeit, um Klarheit über einige Dinge zu gewinnen oder einfach mehr Objektivität. Was sagt die Weisheitskarte der Seele? Der Kompass. Die Nummer 50. Der Kompass. Die Grundbedeutung, solange du deinen inneren Kompass auf die wahre Richtung, die Richtung einer höheren Macht ausrichtest, kannst du nicht fehlgehen. Und die Botschaft lautet, du bist dabei, unbekanntes Territorium zu betreten und kannst dich auf wunderbare neue Erfahrungen freuen. Um dabei auf dem Pfad deiner höchsten Bestimmung zu bleiben, musst du deinen inneren Kompass auf die wahre Richtung einstellen. Die kann nur das göttliche Prinzip oder eine höhere Macht sein. Geld, Hab und Gut, Prestige, Romanzen und andere materielle Werte können dir nicht dabei helfen, deinen wahren Weg zu finden. All das sind lediglich Dinge, die dir begegnen können. Wisse, dass das göttliche Prinzip immer in deinem Leben wirksam ist. Habe Vertrauen und bewahre deinen Glauben, denn mit deinem inneren Kompass, der die wahre Richtung anzeigt, kannst du niemals in die Irre gehen. Selbst in einer sternlosen Nacht, wenn alles ein einziges Dunkel zu sein scheint. Okay, also dein innerer Kompass ist gefragt, objektivere Meinungen zu bilden, fruchtbar mit dem zu gehen, was du aus diesen Erfahrungen lernst. Was sagen die Erzengel? Du bist beschützt. Erzengel Michael sagt, ich beschütze dich vor niedrigen Energien und wache über dich, deine Lieben und dein Heim. Das ist der göttliche Schutz, der dich begleitet. Was sagt die Lenormand-Karte? Die Fische. Wohlstand, aber auch Gefühle spielen eine Rolle. Ja, kommen wir zu deiner Frage bzw. zur Antwort auf deine Frage oder den Ratschlag. Fülle. Also da gibt es eine Menge schöner Dinge, die dich erwarten heute vor allen Dingen. Schauen wir, was da noch steht. Große Fülle wird in dein Leben kommen. Deine Pläne werden zu Wohlstand führen und dir ein Gefühl der Sicherheit im Hinblick auf die Zukunft geben. Deine Engel werden bei dir sein, während du die nötigen Schritte vornimmst, um deine Träume zu realisieren. Fülle ist nicht immer finanzieller Natur. Vielleicht möchtest du neue Ideen manifestieren, einen großen Freundeskreis, mehr Gesundheit oder eine Liebesbeziehung. Diese Karte kann also einen Zustrom dieser Art von Schätzen in dein Leben signalisieren. Öffne deine Arme dem Himmel, um mit Dankbarkeit zu empfangen, was du dir ersehnst. Also, beobachten und objektiv bleiben, dann mit göttlicher Führung bekommst du Fülle in jeglicher Art. Das ist sehr schön. Ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe, dass du was berichtest in den Kommentaren darüber, wie sich das bei dir zeigt. Und wenn es dir gefallen hat, gern ein Däumchen hoch und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ich wünsche dir einen erfüllten Tag sozusagen und sag mal, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion, zum Taroskop auch, aber hier zum Adventskalender am 13. Dezember 2020 mit Ella. Wir haben wieder die Karte für deine Frage oder den Ratschlag, den du suchst. Und wir schauen als erstes wieder nach deinem Krafttier. Es ist die Libelle. Die Wahrheit überwindet die Täuschung. Okay, die Nummer 35. Schauen wir uns an, was die Libelle dir sagen möchte. 35. Die Botschaft lautet, der Geist der Libelle will dich an die Weisheit und die Wahrheit erinnern, die für dich jederzeit in den verborgenen Welten erreichbar ist. So wie eine Libelle mit dem Schimmern ihres Körpers und ihrer Flügel deinen Blick auf sich zieht, will der Libellengeist mit seinem Erscheinen deine Aufmerksamkeit auf die Wahrheit hinter der Täuschung lenken. Achte auf die Einsichten, die sich scheinbar aus dem Nichts einstellen und durch den Schleier dringen. In der Welt des Allgeistes gibt es weit mehr Weisheit, als dir mit den Augen erkennbar ist.
Hier gibt es ein tiefes Wissen darum, dass du nicht allein oder abgetrennt bist, denn du wirst von einer höheren Macht gesehen und grenzenlos geliebt. Die Angst verschwindet, wenn du erkennst, dass du in der Obhut der nährenden Macht bist, die überall um dich und immer im Dialog mit dir ist. Wenn du sorgenbeladen bist, lässt sich der Geist der Libelle mit dieser Botschaft bei dir nieder. Du existierst innerhalb einer großen Einheit, die dich mit allem verbindet, auch mit den Schutzgeistern, die ihre Weisheit mit dir teilen, und du wirst auf einen Pfad geführt, den deine Seele gehen muss, um die Erfahrungen zu machen, nach denen sie sich sehnt. Die Liebe existiert in vielen Erscheinungsformen und manchmal übersehen wir sie, weil wir eine davon nicht erkennen. Achte jetzt auf die Zeichen. Sie erinnern dich daran, dass jeder von uns inspirierte Träume hat, die nahtlos in das Gewebe der unsichtbaren Welt eingewoben sind und dass es ein großes Bewusstsein gibt, das im vermeintlich leeren Raum existiert und uns auf unserer Reise führt. Öffne dich der Wahrheit und lass dich von der Weisheit der verborgenen Welten beraten, die dir Einsichten bescheren, die dein bewusster Verstand übersieht. Also da gilt es auch ein Stück weit in die Tiefe zu gehen, also nicht alles so als wahr hinzunehmen, was du vielleicht kennst. Es kann auch mehr Positives auch dahinter stecken. Was sagt die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen? Weitergehen, die Nummer 45. Die Nummer 45. Grundbedeutung, Abschluss, Vollendung. Etwas hinter sich lassen, weil es dort nichts mehr zu lernen oder zu erfahren gibt. Die Botschaft lautet, du befindest dich am Ende eines Weges, ohne schon einen neuen eingeschlagen zu haben. Es ist Zeit, einen segnenden Blick auf deine bisherigen Erlebnisse zu werfen. Halte Rückschau auf das, was du dabei gelernt hast und wende dich dann neuen Erfahrungen und einer neuen Lebensweise zu. In der gegenwärtigen Situation bleibt dir nichts zu tun, zu erfahren oder zu erfüllen übrig. Wage es, weiterzugehen, auch wenn du eine Weile brauchst, um dich neu zu orientieren. Deine Bestimmung wartet auf dich. Also auch wenn du jetzt gerade nicht so recht weißt, wo es lang gehen soll, du wirst das auf deinem Weg auf jeden Fall lernen bzw. merken. Weisheitskarten der Seele haben wir unverhoffte Gäste. Die Nummer 41. Unverhoffte Gäste. Okay. 41. Augenblick. 41. Grundbedeutung. Wenn du das Unerwartete erwartest, bist du für Wunder bereit. Die Botschaft lautet, ob überraschende Ereignisse, unverhoffte Wendungen oder Paradigmenwechsel, sei auf das Unerwartete gefasst. Wie ausgefeilt deine Pläne auch sein mögen und wie klar der Weg auch vor dir zu liegen scheint, es gibt Zeiten, in denen der beste Plan von unvorhergesehenen Umständen aus den Angeln gehoben wird. Zunächst scheint ein Umweg lästig zu sein, aber eine überraschende Wende der Ereignisse signalisiert dir, dass das Abenteuer des Lebens interessant zu werden beginnt. Niemand kann Synchronizitäten steuern oder sein Schicksal planen, außer dem göttlichen Prinzip, das um das weiß, was du jetzt noch nicht verstehen kannst. Das Leben ist voller Überraschungen, also halte dich stets bereit und genieße die aufregenden neuen Abenteuer, auf die du nicht gefasst warst. Deine Reise folgt einem Plan, der mit deinen eigenen Vorstellungen nicht übereinstimmen muss. Also diese Überraschungen können im ersten Moment auch ein bisschen aufwendig oder unangenehm sein, aber letztendlich sind sie zu deinem Besten. Was sagen die Erzengel? Aufräumen. Erzengel Jophiel sagt, trenne dich von unnötigen Dingen, kläre die Energie in deinem Umfeld und wende die Prinzipien des Feng Shui an. Also Harmonie herstellen in deinem Umfeld auch. In deinem Zuhause, vielleicht ein paar schöne Blumen hinstellen, was auch immer dir dazu einfällt. Lass dich da von deiner Intuition leiten. Die Lenormand-Karte sagt, du kannst entscheiden, welchen Weg du gehst. Du stehst vor einer Entscheidung. Wir haben ja gehört, der Weg ist noch nicht ganz klar. Versuche das Naheliegendste für dich, was sich am besten für dich persönlich anfühlt, zu wählen und geh diesen Weg ein Stück weit und dann werden sich neue Erkenntnisse zeigen. So, Frage bzw. Antwort oder Ratschlag? Fülle, auch schön, ja. Fülle. Ich lese gleich vor, wenn ich es gefunden habe. Fülle. Große Fülle wird in dein Leben kommen. Deine Pläne werden zu Wohlstand führen und dir ein Gefühl der Sicherheit im Hinblick auf die Zukunft geben. Deine Engel werden bei dir sein, während du die nötigen Schritte unternimmst, um deine Träume zu realisieren. Fülle ist nicht immer finanzieller Natur. Vielleicht möchtest du neue Ideen manifestieren, einen großen Freundeskreis, mehr Gesundheit oder eine Liebesbeziehung. Diese Karte kann also einen Zustrom dieser Art von Schätzen in dein Leben signalisieren. Öffne deine Arme dem Himmel, um mit Dankbarkeit zu empfangen, was du dir ersehnst.
Also, vielleicht auch auf Umwegen, vielleicht auch nicht sofort, sondern eben auch ja, auf eine andere Art und Weise, wie du dir das eigentlich vorstellst. Aber es ist da und es wird dir begegnen. Und das ist eine schöne Aussicht, würde ich sagen. Mein lieber Skorpion, schreib gerne, was du erlebt hast, in die Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und dann sehen wir uns vielleicht morgen, wenn du magst, wieder auf diesem Kanal. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag mit neuen, tollen Erkenntnissen und vielleicht Abenteuern. Und sag dann einfach mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Wir haben wieder die Karte für deine Frage oder den Ratschlag für dich. Wir beginnen mit deinem Krafttier. Nicht wundern, es sind zwei Lenormand-Karten heute für dich rausgekommen. Wir schauen mal. Was sagt denn dein Krafttier? Der Kolibri. Sei im Hier und Jetzt. Der Kolibri, das ist die Nummer 32. 22, nö. 32 wollen wir haben. 32, der Kolibri. Während er vom Nektar einer Blüte trinkt, schlägt der Kolibri so schnell mit den Flügeln, dass er reglos in der Luft zu schweben scheint. Der Geist des Kolibris erinnert dich daran, dass die Schönheit und Süße des Lebens im ewigen Jetzt zu finden sind, in der zeitlosen Gegenwart. Hier und jetzt wirst du zu dem, der du sein willst, um die Erfahrung zu machen, die zu machen, du dir wünschst. Richte deine ganze Energie auf die Blume vor deinen Augen, denn du bist bereits umgeben von dem, wonach du dich sehnst. Die Vielfalt an Blüten ist so groß, dass die Wahl schwerfallen kann. Die Botschaft des Kolibri-Geistes an dich lautet, dass du dich nicht auf die Suche nach etwas Besserem begeben musst, denn alles, was du brauchst und begehrst, ist um dich. Du weißt das. Wenn du still wirst und deine Verbindung mit dem Allgeist spürst, von dem du bedingungslos geliebt und stets mit allem versorgt wirst. Also im Hier und Jetzt, da sein, präsent sein, das, was du hast, genießen. Einfach, ja, die Freude, auch die Dinge zu sehen, dankbar und demütig zu sein für das, was du bereits hast. Was sagen die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen? Zwischenwelt. Das ist die Nummer 3. Die Nummer 3. Grundbedeutung, Übergangssituationen, mit dem Alten noch verhaftet und für das Neue noch nicht wirklich bereit sein, vorübergehende Blindheit, Niemandsland. Die Botschaft lautet, die Zwischenwelt ist ein Ort, an dem du dich von der Neigung lösen musst, etwas anzunehmen oder zu unterstellen. Dies ist eine Zeit, in der du nicht absehen kannst, was kommen wird. Bleibe neugierig und vertraue dem Wandlungs- und Wachstumsprozess. Du hast die Lektionen aus deinen jüngsten Erfahrungen gelernt. Eine Phase des Tuns und Verwerfens und Wiedertuns gehört zu diesem Ort in der Mitte zwischen dem, was war und was sein wird. Was jetzt vor allen Dingen Not tut, ist, dein Nichtwissen einzugestehen. Darin liegt ein großes Potenzial an Freiheit und Kraft, das es zu erschließen gilt. Ein Mysterium, das zu ergründen nicht deine Aufgabe ist, webt das Geflecht des Lebens innerhalb eines göttlichen Plans, dessen Bewusstsein größer ist als deine eigenen Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Wünsche und Entscheidungen. Der Same der Vergangenheit beginnt zu wurzeln, aber was aus ihm emporwächst, wird wahrscheinlich nicht das sein, was du erwartest. Wenn du dich in der Zwischenwelt befindest, bist du aufgefordert, mit den staunenden Augen eines Kindes zu sehen, das zum ersten Mal einen Regenbogen erblickt. Versuche es und du wirst es nicht bereuen. Also im Hier und Jetzt sein, und zwar in der Dazwischenwelt, das heißt, du weißt noch gar nicht, wie es weitergeht. Ja, du sollst dich darauf verlassen, dass alles richtig ist, wie es ist, und schauen, was dir begegnet, und staunen. Sehr schön. Weisheitskarte der Seele, die Knochensammlerin. Die haben wir auch sehr oft gehabt in diesen Legungen, aber ich lese sie dir natürlich vor. Die Grundbedeutung, du bist vollständig und hast alles, was du brauchst, in dir. Diese Karte fordert dich auf, deine Lebensumstände genau zu betrachten und dich zu fragen, ob du völlig präsent bist oder aus den Prägungen der Vergangenheit und aus unbewussten Erwartungen heraus agierst. Jede unserer seelischen Verletzungen kommt, besonders wenn wir noch Kinder sind, einem Raub an unserer Seele gleich. Wir passen uns an und akzeptieren eine bestimmte Version der Wahrheit, die über unser Verhalten bestimmt, wenn wir in Zukunft mit einer Situation konfrontiert sind, die uns an die prägende Erfahrung erinnert. Was wir über uns selbst wissen, ist somit durch eine begrenzte Wahrnehmung verfälscht.
Vielleicht erlebst du dich als mutlos und zweifelst an deinem Selbstwert. Vielleicht fühlst du dich als falsch und nicht liebenswert oder erwartest nur auf Kritik zu stoßen. Mit welcher Frage du diese Karte auch gezogen haben magst. Die Knochensammlerin erinnert dich daran, dass du in Wahrheit ein kraftvolles Wesen mit unbegrenzten Möglichkeiten bist. Was immer dir genommen wurde, hat sie für dich in der seelischen Verletzung sicher bewahrt und sie erscheint dir jetzt, um dich zu ermutigen, zurückzuverlangen, was dir abhanden gekommen ist. Du hast all das, von dem du glaubst, dass es dir fehlt, in dir. Und die Knochensammlerin ist deine innere Kraftquelle. Handle so, als ob du besäßest, was dir zu mangeln scheint, und du wirst sehen, dass du es niemals wirklich verloren hast. Alles ist möglich. Wenn du wach und bewusst bist, brauchst du dich durch die Wunden der Vergangenheit nicht beherrschen zu lassen. Ja, es ist die Prägung aus der Kindheit, aus der frühen Jugend vielleicht auch, die uns gewisse Dinge eingeimpft hat, wie wir etwas zu tun oder zu lassen haben. Und dadurch gehen uns natürlich objektive Dinge verloren oder Dinge, die wir sonst angewendet hätten. Und tatsächlich ist das in uns auf jeden Fall noch präsent. Deswegen auch im Augenblick sein, auch wenn du nicht weißt, wo es hingeht, aber du darfst dich wohlfühlen. Was sagen die Erzengel? Chakra-Reinigung. Erzengel Metatron sagt: Rufe mich an, um mit Hilfe heiliger geometrischer Formen deine Chakras zu reinigen und zu öffnen, damit die Energie fließen kann. Was haben wir bei den Lenormand-Karten? Wir haben die Nebel. Das bedeutet, momentan stehst du wahrscheinlich noch im Nebel, aber du bist fest verankert in dem, was dich ausmacht. Ja? Wir haben auch den Anker neben der hellen Seite. Das heißt, deine Verankerung, das, was in dir ist, ist da und wird auch wieder lebendig, wird auch zum Positiven führen. Das ist sehr schön, wie ich finde. Was ist denn deine Frage, beziehungsweise was ist die Antwort auf deine Frage oder was ist dein Ratschlag? Nein. Okay. Nein, ganz klar. Schauen wir mal. Das ist dieses Nein. Pardon. Haben wir noch mehr Neins? Ich glaube, es sind nur zwei Karten mit Nein, ne? Ja, dann muss das diese hier sein, ja. Die Antwort auf deine Frage ist ein definitives Nein. Du musst dir jedoch keine Sorgen machen, da du im Laufe der Zeit erkennen wirst, warum dies die perfekte Antwort war. Okay, je nachdem, was deine Frage war, ein klares Nein und es ist zu deinem Besseren. Das musst du jetzt einfach mal so hinnehmen, auch wenn ich dir das jetzt nicht erklären kann. Aber das wird sich zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Also du bist fest verankert im Positiven. Also das sollte dir schon mal ja Prosinn geben oder positive Energie geben. Ja, mein lieber Schütze, wie dich das bei dir zeigt, kannst du ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es war hilfreich und es hat dich ein Stück weitergebracht. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und wir sehen uns dann morgen, wenn du magst, wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, auch wenn nicht immer alles so eindeutig ist. Sage ich mal, bis morgen. Tschüss. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock, zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Wir haben wieder die Karte mit Frage oder Ratschlag für dich. Die legen wir am Schluss auf. Und wir beginnen mit deinem Krafttier für heute. Und es ist die Libelle. Die Wahrheit überwindet die Täuschung. Das hatten wir heute auch schon mal. Ich glaube beim Skorpion oder so. Ich glaube Skorpion war es. 35. Schauen wir mal. Die Libelle. Der Geist der Libelle will dich an die Weisheit und die Wahrheit erinnern, die für dich jederzeit in den verborgenen Welten erreichbar ist. So wie eine Libelle mit dem Schimmern ihres Körpers und ihrer Flügel deinen Blick auf sich zieht, will der Libellengeist mit seinem Erscheinen deine Aufmerksamkeit auf die Wahrheit hinter der Täuschung lenken. Achte auf die Einsichten, die sich scheinbar aus dem Nichts einstellen und durch den Schleier dringen. In der Welt des Allgeistes gibt es weit mehr Weisheit, als dir mit den Augen erkennbar ist. Hier gibt es ein tieferes Wissen darum, dass du nicht allein oder abgetrennt bist, denn du wirst von einer höheren Macht gesehen und grenzenlos geliebt. Die Angst verschwindet, wenn du erkennst, dass du in der Obhut der nährenden Macht bist, die überall um dich und immer im Dialog mit dir ist. Wenn du sorgenbeladen bist, lässt sich der Geist der Libelle mit dieser Botschaft bei dir nieder.
Du existierst innerhalb einer großen Einheit, die dich mit allem verbindet, auch mit den Schutzgeistern, die ihre Weisheit mit dir teilen. Und du wirst auf einen Pfad geführt, den deine Seele gehen muss, um die Erfahrungen zu machen, nach denen sie sich sehnt. Die Liebe existiert in vielen Erscheinungsformen und manchmal übersehen wir sie, weil wir eine davon nicht erkennen. Achte jetzt auf die Zeichen. Sie erinnern dich daran, dass jeder von uns inspirierte Träume hat, die nahtlos in das Gewebe der unsichtbaren Welt eingewoben sind und dass es ein großes Bewusstsein gibt, das im vermeintlich leeren Raum existiert und uns auf unserer Reise führt. Öffne dich der Wahrheit und lass dich von der Weisheit der verborgenen Welten beraten, die dir Einsichten bescheren, die dein bewusster Verstand übersieht. Also so ein bisschen, ja, Innenschau oder halt so wie ein Traumtagebuch, sowas wäre interessant. Dinge, die uns ja im Bewusstsein nicht gewahr werden. Ja. Was sagt die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen? Flaschenpost. Das ist die Nummer 15. Die Nummer 15. Beim Schauen. 10, 19, nee, 15 war es. 15, Flaschenpost. Kommunikation, ein Zeichen, ein Omen, das dir den Weg zu deinem höchsten Wohl weist. Die Botschaft lautet, das göttliche Prinzip sendet dir ein Zeichen, wenn du darum bittest. Du wirst es empfangen, wenn du daran glaubst und es zulässt, mit der Sprache der Symbole, Orakel und Omen vertraut zu werden. Vielleicht erscheinen sie dir in Form eines vorbeifliegenden Vogels, eines Logos auf einem LKW oder als Song im Radio. Es sind Bestätigungen, Winke auf deinem Weg. Halte nicht nur die Augen offen, sondern höre auch gut hin, denn vielleicht sagt jemand beiläufig etwas, das dir auf deine Erkundigung hin genau die passende Antwort gibt. Heute heißt die Botschaft an dich, das göttliche Prinzip vernimmt dich und sein Bescheid ist günstig. Also, deine Gebete werden erhört und du bekommst Hinweise in irgendeiner Form. Was sagt die Weisheitskarte der Seele? Neues Leben, Nummer 29. 29. Grundbedeutung, etwas Schönes nimmt jetzt in deinem Leben lebendige Gestalt an. Kannst du, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, erkennen, wie du dich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hast? Vielleicht hast du mehrfach deine alte Haut abgestreift und zu einer neuen Identität gefunden oder doch zumindest eine reifere Vorstellung von dir selbst und der Welt, in der du lebst, gewonnen. Du weißt, dass die Dinge Zeit brauchen und das göttliche Zeitmaß wird sich kaum je mit deinem decken. Diese Karte ist ein Hinweis darauf, dass sich für dich ein lang gehegter Traum mit Leben zu füllen beginnt. Versuche aber nicht, ihm dabei ständig zu soufflieren und ihn in eine dir erwünschte Form zu bringen. Das göttliche Prinzip kennt die bestmögliche Realisierung deines Traums und damit könnte sich dein Leben besser gestalten, als du selbst jemals ahnen kannst. Jetzt ist die Zeit, Respekt und Ehrfurcht zu beweisen. Lasse zu, dass die Konturen deines Weges von göttlicher Hand gezogen werden. Alles, was du tun musst, ist, dich zur rechten Zeit auf ihm einzufinden. Also ich denke mal, dass du so ein bisschen Rückschau hältst über das, was du bisher erreicht hast, wie weit du gekommen bist, dass du dich vielleicht mit deinem eigenen Ich vor ein paar Jahren vergleichst oder so, dass du da nochmal hinschaust und dann dir einige Dinge bewusst werden. Was sagen die Erzengel? Leidenschaft. Erzengel Haniel sagt, vertraue und folge deiner wiedererwachten Leidenschaft, sowohl in deinem Liebesleben als auch in deinem Beruf. Schön, lieber Steinbock. Wir haben ja öfter in den Legungen gehabt, dass du dich ein bisschen mehr um dein Privatleben kümmern sollst und wie es ausschaut, tust du das. Finde ich gut. Lenormand-Karte ist der Tierkreis und das bedeutet ja auch aus dem Weltall heraus einen Blick auf das Ganze. Ein erweitertes Blickfeld sozusagen. Und das kannst du natürlich anwenden. Ja? Rückschau machen und mit der Libelle. Die Wahrheit überwindet die Täuschung, Dinge, die wahr sind, Dinge, die du intuitiv in dir trägst, die du hast und die du leben möchtest, unter anderem auch Leidenschaft. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Was ist denn die Antwort auf deine mögliche Frage oder was ist der Hinweis? Hilfreiche Personen. Das bedeutet Mitstreiter, Leute, die dein Wohl auch im Sinn haben. Diese Karte weist darauf hin, dass es an der Zeit ist, deinen Freundeskreis zu erweitern. Oder vielleicht stellst du fest, dass verstärktes professionelles Networking angesagt ist. Nimm dir die Zeit, die privaten oder beruflichen Beziehungen, Augenblick, ich muss mal eben umblättern,
herzustellen, die nötig sind, um glücklich und erfolgreich zu sein. Diese Karte kann darüber hinaus anzeigen, dass deine Situation die Meinung anderer Menschen erfordert, die dir helfen können, die vor dir liegende Aufgabe zu erledigen. Das können zum Beispiel Personen sein, die in Bereichen tätig sind, die mit deiner Frage zu tun haben oder mit Menschen, die für dich oder mit dir arbeiten. Oder es können Personen in deinem persönlichen Umfeld sein, von deren Erfahrungen du profitieren kannst. Diese Karte lässt dich wissen, dass bald jemand in dein Leben treten wird, der dir helfen kann, deine Träume zu verwirklichen. Und das kann sowohl beruflich als auch privat sein, denke ich mal. Also sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Wenn ich die Leidenschaft sehe, den großen Überblick, die Flaschenpost, die Nachricht, der Hinweis und ein neues Leben, das sieht auch sehr schön aus, sage ich mal, für Beziehungen. Also, mein lieber Steinbock, mach für dich das Beste draus. Ja? Starte vielleicht heute oder werde dir dessen bewusst. Und ich bin gespannt, was du vielleicht auch in den Kommentaren schreibst darüber, wie das für dich in Erscheinung tritt im realen Leben. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf dich, wenn du morgen wieder reinschaust. Also, alles Gute und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Wir haben deine Karte für die Antwort auf deine mögliche Frage oder einen Ratschlag. Wir beginnen mit deinem Krafttier und haben den Biber. Schaffe eine solide Basis. Das ist die Nummer 4. Schaffe eine solide Basis. 3, 4. Ich lese mal vor. Der Geist des Bibers kommt zu dir, um dir zu sagen, dass in dir eine Kraft lebendig ist, die aus dem Allgeist geboren ist, dem Ursprung, dem alles Leben entstammt. Es ist die Kraft, mit der du die heilige Verbindung zum universalen Bewusstsein herstellst, sodass du bewusst die Welt miterschaffen kannst, die du dir wünschst. Aber sei dir bewusst, dass es Arbeit, Entschlossenheit und ständigen Einsatz erfordert, als Mitschöpfer eine solide Basis für deine Träume zu schaffen. Wenn du aber mit dem Allgeist als deinem Partner die Äste und Zweige deiner Bestrebungen und Sehnsüchte auf dem Strom der Zeit aufschichtest, wirst du erstaunt sein, wozu du imstande bist. Du wirst feststellen, dass du sogar die Richtung des Lebensflusses zu ändern vermagst. Du kannst dafür sorgen, dass deine Welt reich und sinnerfüllt ist, voller Liebe, Freude und Magie. Was du dir sehnst, wird zu dir kommen und dauerhaft bei dir bleiben, wenn du an einer stabilen Grundlage baust. Sei fest in deinem Vorsatz, halte deine Energie aufrecht, nutze all deine Ressourcen und die Energie dieser wunderbaren, produktiven Zeit. Habe Vertrauen, denn mit dem Allgeist als Mitschöpfer an deiner Seite ist dir der Erfolg sicher. Er ist dein Partner, der dir dabei hilft, die Richtung deines Lebensweges so zu verändern, wie dein Herz es verlangt. Also, es bedarf einiger Arbeit und deines Zutuns, die Dinge so zu regeln, hinzubekommen, wie du es gerne hättest. Die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, Fatum, das ist die Nummer 17. Die Nummer 17, schauen wir mal, 16, 17, pardon. Grundbedeutung, Schicksal, Karma, akzeptieren, dass es Dinge gibt, die du nicht ändern kannst und wissen, welche es sind. Die Bedeutung ist, in den Worten des Gelassenheitsgebet ist die Bedeutung dieser Karte zusammengefasst. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es gibt Dinge im Leben, die sich deiner Kontrolle auf immer entziehen. Die Umstände, wie sie die Entwicklung der menschlichen Gemeinschaft, die Natur und deine eigenen Lebenserfahrungen hervorgebracht haben, sind vielleicht vom göttlichen Prinzip vorherbestimmt und folgen einer höheren Absicht, die du in diesem Leben nicht zu erfassen vermagst. Vielleicht sollst du auch gar nicht verstehen, warum gewisse Dinge geschehen, aber dennoch kannst du das Geheimnisvolle darin akzeptieren und mit dem arbeiten, was dich die Ereignisse und deine gegenwärtige Lebenssituation lehren wollen. Das ist die Weisheit, die im Gelassenheitsgebet liegt. Okay, zu erkennen, was du selber erarbeiten kannst, wo du Dinge ändern kannst, an dir und in deinem nahen Umfeld und Dinge hinzunehmen, die du nicht verändern kannst, ja, auch in der Gesellschaft oder so. Aber das zu unterscheiden ist wichtig, ja, damit man seine Kräfte, sage ich mal, sinnvoll einsetzt. Was sagt die Weisheitskarte der Seele? Die Wahl.
Das ist die Nummer 30. Weil Grundbedeutung von dir ist eine Entscheidung verlangt. Du stehst vor einem Dilemma oder an einer Weggabelung und musst eine bewusste Wahl in Bezug auf den nächsten richtigen Schritt treffen. Wofür du dich auch entscheidest, du musst für deine Wahl die Verantwortung übernehmen. Das braucht dich jedoch nicht zu beunruhigen. Du wirst in diesem Augenblick noch nicht alle Antworten haben, denn der vor dir liegende Weg bleibt dir so lange unbekannt, bis du ihn wirklich eingeschlagen und einige Schritte auf ihm zurückgelegt hast. Vertraue deiner Intuition, erbitte ein göttliches Zeichen und du wirst auf den richtigen Pfad geführt werden. Wenn du wach und aufmerksam bleibst, wird die Wahl, die du diesmal triffst, die richtige sein. Das Leben ist ein einzigartiger Lernprozess. Der Erfolg liegt in einer bewussten Entscheidung, die von deiner Intuition und dem göttlichen Prinzip geleitet ist. Also, es gilt, das einzusetzen, das Gelassenheitsgebet mit dem, was du erarbeitest, eine Entscheidung zu treffen. Was sagen die Erzengel? Klar wissen. Erzengel Uriel sagt, achte genau auf Gedanken und Ideen, die dir zufliegen, da es sich bei ihnen um die Antwort auf deine Gebete handelt. Und das ist der Hinweis darauf, was die richtige Entscheidung ist. Achte darauf, achte vielleicht auch auf deine Träume, ja, solche Sachen. Was sagt die Lenormand-Karte? Ältere weise Dame, das kann eine Person sein, die dir helfen kann, jemanden, mit dem du Kontakt aufnehmen möchtest, willst oder vielleicht jemand, der dir zur Seite steht. Es ist ein weiser Rat oder auch deine eigene Weisheit, die dir da hilft. Kommen wir zu deiner Frage bzw. deiner Antwort durch die Engel oder den Ratschlag, den sie dir geben. Gelegenheit. Ich würde sagen, es heißt auch Gelegenheit nutzen. Die Gelegenheit ist günstig. Schauen wir mal. Gelegenheit. Es dauert nicht mehr lange und du wirst positives Wachstum und Expansion erfahren. Diese Gelegenheit kann Inspiration und Einsichten mit sich bringen oder sie könnte die Chance sein, auf die du gewartet hast, um endlich Ideen in die Tat umzusetzen, die dir bereits länger im Kopf herumgehen. Vielleicht suchst du nach einer Möglichkeit, Veränderungen in deinem Beruf vorzunehmen, ein Haus zu kaufen oder zu verkaufen oder romantische Liebe zu finden. Was immer du dir auch wünschst, deine Engel sind dabei, dir die Tür zu der perfekten Gelegenheit zu öffnen. Tritt einfach ein. Also die Gelegenheit ist günstig, etwas zu verändern in deinem Sinne, den Mut zu haben, zu entscheiden, was für dich das Richtige ist, deiner Intuition zu vertrauen und eben zu erkennen, was du ändern kannst und was nicht. Und der Biber sagt, mit Fleiß erreichst du das, was du dir vorstellst. Das sieht doch sehr gut aus. Nutze die Gelegenheit, wenn sie sich dir bietet und ich denke, du bist dann auf der richtigen Seite und vielleicht fragst du jemanden um Rat und deine Eingebungen sind ja auch da. Also du wirst in eine gewisse Richtung, zumindest gedanklich, gefühlsmäßig, schon tendieren, schätze ich mal. Mein lieber Wassermann, ich bin gespannt, was du sagst dazu, was du vielleicht auch in die Kommentare schreibst. Ich hoffe, es gefällt dir. Dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ansonsten würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen. Hab einen wunderschönen Tag. Lass dir die Entscheidung ja ruhig leicht fallen, wenn du deiner Intuition folgst, deinem Herzen und natürlich deinem Kopf, dass, wenn das eine Einheit bildet und dann bist du auf der sicheren Seite. Ich sag mal, bis morgen. Herzliches Willkommen, lieber Fisch, zum Adventskalender mit Ella am 13. Dezember 2020. Schön, dass du da bist. Und wir haben auch heute wieder die Karte als Antwort auf deine Frage oder den Hinweis, den du vielleicht brauchst. Wir beginnen mit dem Krafttier und das ist heute der Hund. Bewahre die Treue. Die Nummer 25. Wir schauen, was in dieser Karte so für dich drin ist. Es können Freundschaften sein, denke ich mal. Auch, dass du an Dingen festhältst. Wir schauen mal. Auch wenn der Wandel zum Leben gehört und uns allen bestimmt ist, uns weiterzuentwickeln, bleiben wir doch unserer Liebe und unseren Bekenntnissen treu. Daran will dich heute der Geist des Hundes erinnern. Auch du wirst geliebt und kannst darauf vertrauen, dass die höhere Liebe des Allgeistes Bestand hat. Die Liebe erreicht dich jetzt in vielen Formen. Sie manifestiert sich in den Menschen, die dich umgeben und findet durch jeden von ihnen ihren einzigartigen Ausdruck. Der Geist des Hundes möchte, dass du deiner Liebe treu bleibst. Denn jetzt ist eine Zeit des Glücks.
Sei darin beständig, auch wenn du siehst, wie die Menschen und Dinge dem Wandel unterliegen. Der Hundegeist will dich wissen lassen, dass du mit deinem liebevollen und treuen Herz und deinem unbeirrbaren Glauben daran, Liebe zu empfangen und zu geben, mehr Liebe anziehst und manifestierst. Du hast sie verdient. Habe Vertrauen in den göttlichen Plan für dich. Also auch wieder Vertrauen in die Dinge, die passieren. Treues Herz, sehr schön. Was sagt die Weisheitskarte für Lebensentscheidungen? Gesegnet, sehr schön, Nummer 22. Grundbedeutung, etwas Wunderbares, das sich unverhofft und unverdient ereignet. Gnade als unerwartetes Geschenk des göttlichen Prinzips. Die Botschaft lautet, es gibt Augenblicke im Leben, in denen sich alles wie von göttlicher Hand gelenkt ineinander zu fügen scheint. In solchen begnadeten Momenten fühlen wir uns auf eine Weise beschenkt, die schwer in Worte zu fassen ist. Es ist, als ob die Wasser des Roten Meeres sich vor uns teilen und die Ereignisse sich verbänden, um unsere Sorgen und Nöte auf mühelose und selbstverständliche Weise zu verbannen. Auch wenn wir im tiefsten Innern wissen, dies nicht verdient zu haben, so geschieht es doch. Jetzt ist einer dieser gesegneten Augenblicke. Lass dich dabei von Ehrfurcht und Dankbarkeit leiten. Also, wenn du einen tollen Moment erlebst heute, sei dankbar dafür und erfreue dich wirklich in vollem Umfang daran. Ja. Was sagt die Weisheitskarte der Seele? Wahl. Das hatten wir auch beim Wassermann, die Nummer 30. Die Grundbedeutung von dir ist eine Entscheidung verlangt. Du stehst vor einem Dilemma oder an einer Weggabelung und musst eine bewusste Wahl in Bezug auf den nächsten richtigen Schritt treffen. Wofür du dich auch entscheidest, du musst für deine Wahl die Verantwortung übernehmen. Das braucht dich jedoch nicht zu beunruhigen. Du wirst in diesem Augenblick noch nicht alle Antworten haben, denn der vor dir liegende Weg bleibt dir so lange unbekannt, bis du ihn wirklich eingeschlagen und einige Schritte auf ihm zurückgelegt hast. Vertraue deiner Intuition, erbitte ein göttliches Zeichen und du wirst auf den richtigen Pfad geführt werden. Wenn du wach und aufmerksam bleibst, wird die Wahl, die du diesmal triffst, die richtige sein. Das Leben ist ein einziger Lernprozess. Der Erfolg liegt in einer bewussten Entscheidung, die von deiner Intuition und dem göttlichen Prinzip geleitet ist. Also Intuition, dein Inneres, dein Bauchgefühl ist immer der beste Navigator. Schauen wir uns an, was die Erzengel sagen. Kristallklare Intention. Erzengel Michael sagt, sei dir klar über deine wirklichen Wünsche und fokussiere dich mit unerschütterlichem Glauben darauf, sie zu realisieren. Also fokussiere dich auf das, was du wirklich, wirklich willst, lieber Fisch. So, wir kommen zur Lenormand-Karte und haben auch wieder den Überblick über den Tierkreis. Das bedeutet, sich den Überblick zu verschaffen über all das, was dich umgibt. Ja, das sind die Menschen natürlich in erster Linie, auch das, die Vorgaben, das, was um dich herum passiert. Ne? Verschaffe dir einen Gesamtüberblick über das ganze Bild. Kommen wir jetzt zu deiner Antwort auf deine Frage oder den Ratschlag für die Fische heute. Es ist Fülle. Und das hatten wir ganz, ganz oft in dieser Legung für heute, dass da von Fülle die Rede ist. Und das ist sehr schön, wie ich finde. Große Fülle wird in dein Leben kommen. Deine Pläne werden zu Wohlstand führen und dir ein Gefühl der Sicherheit im Hinblick auf die Zukunft geben. Deine Engel werden bei dir sein, während du die nötigen Schritte unternimmst, um deine Träume zu realisieren. Fülle ist nicht immer finanzieller Natur. Vielleicht möchtest du neue Ideen manifestieren, einen großen Freundeskreis, mehr Gesundheit oder eine Liebesbeziehung. Diese Karte kann also einen Zustrom dieser Art von Schätzen in dein Leben signalisieren. Öffne deine Arme dem Himmel, um mit Dankbarkeit zu empfangen, was du dir ersehnst. Ja, du kannst das empfangen, was du dir ersehnst, wenn du deine Augen aufmachst, dir deinen umfänglichen Blick machst, treu bleibst, dir selber erstmal treu bleibst und deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen, dann triffst du auch die richtige Wahl. Besser geht doch gar nicht, oder? Also, liebe Fische, ich hoffe, das war hilfreich, das bringt euch ein Stück weiter. Gerne Kommentare in die Kommentare, dann können die anderen vielleicht auch ein Stück was davon lernen. Ich würde mich freuen. Mir bleibt nur, dir einen traumhaft schönen Tag zu wünschen und tolle Entwicklung. Und dann sage ich einfach mal, bis morgen. Tschüss.